wir sind immer noch bei diesem Hund. Das ist ja krass. Wir müssen an dem Hund vorbei. Hält irgendjemand den Hund fest? Wir müssen natürlich jetzt versuchen, an dem vorbeizulaufen. Da kein Herrchen, nichts, gar nichts. Wie krass. Schub. Schub? Warum sagt sie Schub? Was denn? Los, weg von dem bösen Hund. Damit sich Reh nicht mehr so sehr fürchtet. Sind da noch mehr Hunde oder ist das immer noch derselbe? Okay, hier scheinen wir zumindest erstmal in Sicherheit zu sein. War das ein Huhn? Ah. Interessiert trotzdem, wie der Hund? Kann doch nicht einfach das wissen. Schuh. 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 Ich weiß nicht, ob das vielleicht bedeuten soll, hier nicht. Oder so. Blöder Hund. Er macht schon nichts. Doch gar nicht. Der Hund ist alleine? Aber bellt nur, also er macht ja nichts. Hat er selber Angst vielleicht? Forschen wir mal lieber hier weiter. Hier ging es jetzt auch nicht weiter. Warum eigentlich nicht? Oder doch? Der Hund ist ständig da. Okay. Unser Ehrgeiz hat wahrscheinlich... dass wir so ehrgeizig gewesen sind, trotzdem zu wissen, was mit dem Hund ist, obwohl wir uns gefürchtet haben, hat uns ermöglicht, jetzt den Platz hier doch noch kennenzulernen. Und jetzt im Endeffekt freut sich Reh. So alles kennenlernen kann. Haben wir die größte Gefahr jetzt erstmal überwunden? Und das ist auch schön, irgendwie ist dieses Spiel ein bisschen selbsterklärend. Ja? Man läuft ja durch, man muss natürlich Gefahren bezwingen und trotzdem müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass uns nichts passiert, wie zum Beispiel über diese Straße gehen. Ich
Ich hoffe, jetzt kommen wir hier bei den Bauernhof mal an. Ja? Hallo. Dann wieder Nani. Okay. Warum kommt Nani eigentlich nicht zu uns? Das ist schon ein bisschen gemein. Jetzt werden wir gleich rausfinden, was es wirklich ist. Ah. Kleine Mäuse. War also keine Katze. Sind das für Gesichter? Wie krank ist das? Alter. Wieso stellt man sich das so vor? Weiterzugehen. So war ja diesmal auf. Oh, sie sind eingezäunt. Okay. Auf eine andere Weise als die anderen Hühner. Hier hat niemand ein Problem damit, wenn ich hier rumlaufe. Ah, ich habe das früher geliebt. Ich war auch immer gerne auf Bauernhöfen unterwegs. Da konnte man so viel erforschen und ich habe natürlich alles gesehen. Ich hatte da große Unterschied und ich glaube nicht, ich will zwar, aber ich glaube nicht, dass ich hier hinterlaufen darf und kann. Nee. Bleibt einfach so. Bestimmte Orte kann man einfach wahrscheinlich nicht finden. Da muss man dann in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, ich gehe lieber wieder zurück. Ja, ich habe das auf jeden Fall geliebt. Auch jetzt immer noch, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre und durch Bauernhöfe fahre. Es ist einfach entspannend. Obwohl die Arbeit ja eigentlich nicht da so sehr entspannt ist. Da mal zur Ferienarbeit auf einem Bauernhof gearbeitet und da durfte ich dann auch jeden Tag 8 Stunden im Kuhstall arbeiten und den Kuhstall sauber machen mit einem Kärcher. Ich fand die Arbeit nicht mal schlimm. Also es war dann halt so und ja, war dann irgendwie nach dem zweiten, dritten Tag sogar leicht entspannt, die Ferienarbeit dort zu machen, weil man die ganze Zeit irgendwie unter Tieren war. Nicht direkt immer, sondern die Bereiche wurden dann natürlich immer abgesperrt und so weiter und so fort. Aber größtenteils. Gut. Jetzt habe ich auch gleich wieder vergessen, wo wir sind. Wenn Rä das passieren würde und sie die Orientierung jetzt verliert, weil sie sich verquatscht hat, verredet. Eine Wortneuschöpfung. Gut, jetzt können wir ja mal weiterlaufen auf den Weg ein klein wenig. Aber zuerst gehen wir nochmal zu den Nacknacks. Traut sich ganz schön weit ans Wasser. Mal wieder eine Kirsche. Vielleicht ist das sogar unsere. Vielleicht kommen wir jetzt wieder Richtung Ampel. Man weiß es nicht. Mich würde ja brennend interessieren, wenn sie jetzt zurückgeht, ist dann alles aufgedeckt? Haben wir dann alles gefunden? Das wäre ja interessant. Okay. Langsam wiederholt sich aber auch alles und es ist ein bisschen durchsichtiger. Okay, hier sollte ich vielleicht noch nicht lang laufen. Ah, ich mach's. Ich mach's jetzt.
Wissen wir dann schon, wo wir sind ungefähr? Laufen wir jetzt erstmal den Busch entlang. Wir kommen ja wieder zurück. Hier ist der Weg. Jetzt wissen wir, dass es dann hier weitergeht im Endeffekt. Aber wir wollen natürlich noch zu diesem Sprengler gehen. Vielleicht werden wir da ein bisschen nass. Das könnte passieren. Aber das ist nicht so schlimm, es ist ja nur Wasser. Es ist ja nur Wasser. Noch mehr Bäume. Okay, ob wir da reinkommen? Glaub bald nicht. Jetzt kommen wir wieder zum Sprengler. Und jetzt wollen wir natürlich wissen. Das Doofe ist, wenn ich jetzt hier durchlaufe und sie das Tor aufmacht, kann ich das Tor aufmachen? Nee. Aber es stand jetzt nicht da, dass ich damit interagieren kann. Oder? Nee. Also wir wissen nur, dass es der Sprengler war. Okay. Nun gut. Können wir ja nicht ändern. Wir können ja auch, wenn wir sehen, nicht in jeden Garten reinrennen, wenn wir das wollen. Mit der Konsequenz müssen wir natürlich jetzt leben. Runter. Noch schön aufpassen. Ja, wir müssen natürlich dann immer ein bisschen mit Plan hier durchlaufen. Man kann nicht einfach nur geradeaus. Ihr wisst ja warum. Und vielleicht der Nani irgendwo im Busch. Weiß es nicht. Okay, wo geht's denn hier hin? Zimmer ab vom Pfad sozusagen. Aber es geht immer weiter, immer weiter. Das jetzt. Können wir hier ein bisschen. Wow. So, da haben wir jetzt ganz viel. Was stellt sie sich vor? Dass Nani hier ist und Wasser trinkt. Aber es ist wahrscheinlich nicht so. Vielleicht ist Nani auch einfach zu Hause geblieben. Das ist ja auch möglich. Und wir laufen jetzt hier an der Gegend rum und im Endeffekt hat sie uns vielleicht gesucht. Zu Hause. Wir sind jetzt schon ganz schön weit weg von zu Hause. Muss man mal dazu sagen. Mich interessiert es natürlich dann auch brennend, was ich so alles übersehen habe. Wenn ihr was wisst, könnt ihr mir das ja gerne dann mal unter die Videobeschreibung schreiben. In die Kommentare.
Okay. Ich denke, wir haben jetzt hier alles gefunden, was wir hätten finden können. Das war ja viel. Kann ich mir hier wieder Blumen nehmen? Nein. Und jetzt können wir natürlich den Weg weiter entlang laufen. Aber ohne das hätten wir vielleicht die Spur von Nani nicht gefunden. Deswegen war es ganz klug, dass wir das gemacht haben. So. Schon wieder der Hund. Da nicht heißt das bestimmt. Schuh. Und natürlich wieder einen Weg finden, an dem Hund vorbeizulaufen. Oh, Alter. Ich schätze mal, das ist eine Schule. Vielleicht sogar unsere Schule. Wo Reh also immer hingeht. Ist gut, wieder alles abgezäunt auf jeden Fall. So blöde Hund, ohne Mist. Finden wir jetzt hier einen kleinen Spielplatz. Das wäre natürlich auch schön. Und vielleicht ein paar Freunde. Man weiß es nicht. Okay, was hast du gesagt? Elum? Ah, hier geht's nicht weit. Hello. Oder Hello? Komm hier. Komm her. Sieht aus wie eine Komm Freundin. hier. Ja, doch, ich komme gleich. Mal wissen, was hier ist. Komm hier. Ja. So, jetzt. Komm hier. Hello. Lili. Halt, Papa. Oh, der. Lili hatte mal ihren Ball verloren und brauchte Rehs Hilfe. Ja, Oh, der. toll. An der. Komm da nicht hin, warte doch. Lass mal hier alles kennenlernen. An der. Ja, soll ich da jetzt einfach drüber Oh, springen? der. Ich finde den schon That wieder. way. Ja, that way. Gut, es ist An der. wahrscheinlich Englisch, was hier gesprochen wird. That way. Ja, ich weiß, dass ich da hingehen soll. Aber wenn da ein Zaun ist und ich da nicht drüber springen kann, wie soll Oh, ich da? der. Ja. Genau. Wir müssen also erstmal einen Weg Oh, finden, der. diesen Ball zu holen. Lilly. An der. Okay, der Zaun geht aber ganz schön lang jetzt. Irgendwie muss ich da rein.
Oh, Alter. Schuh. Wahrscheinlich ist die verniedlichte Bezeichnung für Scheiße. Schuh. So ein Mist. Gut, dann müssen wir jetzt rausfinden, wie wir diesen Ball hier am besten bekommen. Wie wir da reinkommen. That way. Genau, that way. Und das werden wir natürlich dann nächstes Mal machen. Ciao.